Hallo, dieses Video wird aus zwei Hälften bestehen. In der ersten Hälfte werde ich mich über die Map beschweren. Sozusagen der Map-Analyse-Teil des Videos. In der zweiten Hälfte werde ich mich über das Spiel beschweren. Der übliche Rant, ihr kennt ihn ja. Jetzt in noch verfeinerter Version. Herrlich. Grenzland ist eine Erdenmap, bestehend aus 3 bis 5 Lanes. 3 Lanes, wenn man es simpel sieht. Durch die Brücke, links von der Brücke, rechts von der Brücke. 5 Lanes, wenn man es etwas komplizierter betrachtet, dann kann man nämlich noch sagen, links an der Brücke oder links außen, rechts an der Brücke oder rechts außen. Beide Lanes verwischen, weil leider diese Map scheiße designt ist. Von daher, 3 oder 5 eure Entscheidung, wie ihr es nun sehen wollt, ist mir auch scheißegal. Das, was für euch zentral und wichtig ist, ist, dass diese Brücke 2 Enden hat. Jeweils an einem Ende spawnt ein Team. Man kann da links von der Brücke lang gehen, man kann rechts von der Brücke lang gehen, man kann auch über die Brücke lang gehen, auch wenn da oben so eine scheiß Timeout-Zone ist. Man kann auch von links nach rechts unter der Brücke lang gehen oder eben andersrum. Ihr habt also einige Wege, die Map ist relativ offen designt, trotzdem entschließen sich alle hauptsächlich nur zu campen, weil leider das Map-Design mit den beiden Seiten und wunderbar auch noch den beiden Gebäuden an den beiden Seiten, wo die Teams spawnen, echt zum Campen anleitet. Früher oder später wird es also darauf hinauslaufen, dass das eine der beiden Teams an diesen Gebäuden oder vor diesen Gebäuden schimmelt. Super, klasse. Danke, Bungie. Die Capture-Zone hat man treffenderweise auch nicht in die Mitte der Map gestellt. Ich meine, warum sollte man das auch tun? Nein, die hat man außen auf eine der beiden Seiten gestellt. Spiegelverkehrt dazu befindet sich in der Heavy-Runde die Heavy. Das heißt, in den Capture-Zonen-Runden hat ein Team theoretisch einen Vorteil, in der Heavy-Runde das andere Team. Resultat von dieser Art von Map-Design ist ein einziger Clusterfuck. Juhu, er hat sich selbst in die Luft gesprengt. Das scheint heute, beziehungsweise diese Woche, irgendwie ein generelles Thema zu sein. Der nächste gleich sprengt sich auch selbst in die Luft. Einfach weil er es kann, weil Striker-Titan ja so skillvoll ist. Mighty Joghurt. Es ergibt sich jedenfalls aus diesem Drecks-Map-Design ein Riesenproblem. Man hat keine wirklich dominante Strategie. Man muss irgendwie das Gegnerteam so belasten, dass man zur Capture-Zone-Zeit irgendwie die Capture-Zone halten kann oder am besten vorher schon alle tot sind. Und dabei muss man dann auch noch irgendwie diese schimmeligen Spielstile überwinden, die sich nun mal durch die Seiten ergeben. Anders gesagt, die Map spielt sich einfach schlecht. Ich habe auch keine gute Woche auf dieser Map. Es nervt mich. Das ganze Spiel nervt mich, die Map nervt mich, es nervt mich. Für den unvorhergesehenen Fall, dass die Notiz noch nicht bei euch ankam, die effektiven Waffen auf dieser Map sind Scout-Gewehre, Scharfschützengewehre und Pistolen. Also benutzt Scout-Gewehre, Scharfschützengewehre oder Pistolen, denn ansonsten werdet ihr von Scout-Gewehren, Scharfschützengewehren und Pistolen outgunnt. Weil Bungie es ja so geil findet, Sachen wie das Last Word zu nerfen und Handcannons. Und ihr werdet den Damage Drop-Off, der vollkommen unnötig, nervig und überflüssig ist, hier so hart merken. Weil diese Drecks-Map sich leider so distanzkampflastig spielt. Lächerlich. Eine andere Sache, die auf dieser Map wie auf jeder Map aktuell komplett und omnipotent wichtig ist, ist, dass ihr grundsätzlich jeden Gunfight mit einer Granate beginnt. Ansonsten könnt ihr nämlich den Gunfight nicht machen. Ihr braucht ganz dringend, unbedingt Granaten, am besten Wombo-Kombos. Oder Stickies. Oder Blitznades. Am besten campt ihr in dem Gebäude und pflastert die Eingänge mit Blitznades zu. Das ist nämlich so mighty skillvoll, an irgendwelche Wände Blitznades zu schmeißen, das glaubt ihr gar nicht. Ist ja so lustig. Wenn links eine Blitznade liegt, rechts eine Blitznade liegt, überall Blitznades. Von Golden Gun abgesehen, was natürlich auch ein Konter-Super ist, empfehle ich natürlich auch auf dieser Map ausschließlich Konter-Supers zu spielen, weil ihr natürlich wie Hurensöhne spielen müsst, mit ganz vielen Nova-Bomben und Chaos-Fäusten. Anders könnt ihr ja keine Kills machen. Ihr braucht Konter-Supers. Ganz viele, das ganze Team. Konter-Supers. Konter-Supers. Spielt bloß kein Roaming-Super.
Mit dem Roaming-Super könnt ihr ja eh nicht mehr als ein bis zwei Kills machen, weil auf dieser riesen Map die Leute euch sowieso die Hälfte der Zeit abhauen. Konter-Supers. Fundamental wichtig ist auch die Selbsterkenntnis auf dieser Map, dass man das Spiel einfach nicht mehr so gut spielen kann wie früher. Wie früher, als es beispielsweise noch Spezialmunition gab oder als ein Großteil der Primary Weapons noch zu gebrauchen war und noch nicht kaputt genervt wurde. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, es sind aber nicht nur die Primary Weapons, die kaputt genervt wurden. Die Special Weapons sind ja sowieso jetzt praktisch nur noch auf Pistolen beschränkt, weil keiner Bock hat, Muni zu holen. Aber selbst wenn ihr Muni holt und eine Shotgun habt, dann solltet ihr natürlich davon ausgehen, dass eure Shotgun grundsätzlich aus der Luft keinen One-Hit macht. Außer natürlich, ihr spielt gegen mich, dann macht jede Shotgun grundsätzlich aus der Luft auch One-Hit. Weil das ja bei anderen offensichtlich klappt, aber wehe, ich benutze eine Shotgun aus der Luft, die macht keinen One-Hit. Die macht manchmal noch nicht mal One-Hit, wenn ich am Boden direkt neben einem stehe. Ansonsten sollte euch auch aufgefallen sein, dass Noland offensichtlich, weil es One-Shotten kann und ihr es mit einer Pistole zusammenspielen könnt, die beste Primary auf dieser Map ist. Denn ihr wollt natürlich nicht auf eine Pistole verzichten, denn ihr braucht natürlich eine Pistole, um damit die anderen Pistolen platt zu machen, weil ja jeder Pistole spielt. Geht ja auch nicht anders. Dieser Noob, er dachte doch tatsächlich, er könnte eine Pistole mit einer Primary challengen. Wo gibt's denn sowas? In Jahr 2? Achtung, Gefahrenhinweis! Sollte jemand entgegen besseren Wissens ein One-on-One-Engagement im Nahkampf challengen wollen, ist es unumgänglich wichtig, dass man diese Person sofort mit einer Kombination aus Pistolen, Bodyshot und Striker Titan 180 Damage Nahkampf tötet. Optional natürlich auch gerne Shoulder Charge oder gleich Chaos Faust. Sollte euch kein Striker Titan zur Verfügung stehen, könnt ihr natürlich auch gerne auf Noobstalker mit Wombo Combo zurückgreifen oder wie wäre es mit Sticky. In keinem Fall ist es zu empfehlen, die Primary zu benutzen. Bevor ihr eine Primary benutzt, teamshottet lieber. Im Idealfall teamshottet mit einer Pistole. Grundsätzlich solltet ihr teamshotten. Es ist auch so lustig und toll, wie mein Hammer gerade connected hat. Er charged lieber genau vor bzw. neben den Typen, anstatt den Typen mal zu treffen und zu killen. Aber der hat ja so viel Aim Assist, der hat ja auf den anderen Typen vorher, den ich nicht mal umbringen wollte, reingecharged. Nein, ich wollte eigentlich den Jäger hinten töten. Aber scheißegal. Es kommt mir allgemein vor, als ob in diesem Spiel das Connecten oder Nicht-Connecten vom Hammer, von Waffen, teilweise sogar von Granaten, einfach nur noch Glück abhängig ist. Ich habe diese Woche Leute gestickt, die Sticky explodiert ihnen am Körper, sie sterben nicht. Ich verstehe es nicht, es macht keinen Sinn. Aber ich verstehe auch nicht, warum ich das erste Match diese Woche direkt einen Disconnect kriege, aber nicht nur ich, das ganze Team. Toller erster Lose. So toll. So spaßig. Ich habe auch eine Situation gehabt, wo ich mit meinem besten legendären Raketenwerfer im Game mit Nahbereichsdetonation auf einen Sunsinger Warlock einschieße und beide Raketen bis auf einen Meter rankommen, aber natürlich nicht Nahbereichsdetonieren, weil Bungie ja auch alles kaputt gepatcht hat, inklusive Nahbereichsdetonationsraketenwerfern. Und deswegen fliegen die Raketen vorbei und den Kill kriege ich nicht. Ich spiele allgemein komischerweise nur Sachen, die irgendwie genervt wurden. Last Word, genervt. Twilight Garrison, genervt. Hammer seit Jahr 2, genervt. Pistole, genervt, hat 3 Schuss weniger als früher. Bin ich in einem Gunfight, mir fehlt genau ein Schuss, um den Gegner zu killen. So lustig, macht ja so viel Spaß. Und dann kriegt er den Kill, obwohl ich ihn locker outgunnt hätte. Shotguns kann ich auch nicht mehr spielen, weil keine Munition. Genervt, genervt. Bungie, nervt doch noch mehr. Nervt am besten mal die scheiß Community, die geht mir nämlich auch auf den Sack. Jeder Noob will sich nur noch von irgendeinem Spaß die carryen lassen, weil keiner mehr Bock hat, das Spiel selber zu spielen und sich selber was zu erarbeiten. Und dann wundert man sich, dass man jedes Wochenende gefühlt gegen die Hälfte der deutschen Community spielt, weil ja jeder nur noch sich von irgendeinem in der deutschen Community carryen lassen will. Und die Leute finden das dann auch noch lustig, weil sie davon Follower kriegen, mit ihrem Drecks rumgecarry, wie behindert. Und dann erwarten die auch noch, dass man rausgeht. Schlag gegen die Stirn. Was für eine Scheiße, ich hab da keinen Bock mehr drauf. Destiny ist nicht ansatzweise mehr so gut, wie es früher war. Alle Feinde neutralisiert.